Mit Gustave Caillebottes Straße in Paris, Regenwetter, haben wir eines der ganz großen Werke aus dem Art Institute of Chicago hier in Berlin zu Gast. Gustave Caillebottes monumentales Werk hat er nicht spontan gemalt, wie das die Arbeitsweise seiner Kollegen, der Impressionisten wie Monet oder Renoir war, sondern er hat sein Werk in dieser Größendimension vorbereitet, wie es auch die Akademiker taten. In vielen Einzelstudien, Skizzen, Ölstudien ist das Werk entstanden, so dass er wirklich einen Raum, einen Stadtraum erst einmal inspiziert und konstruiert hat und dann die Figuren in Einzelstudien vorbereitet dort hinein übertragen hat. Trotz aller Konstruktion und Vorbereitung dieses Riesengemäldes sieht man auch ganz deutlich, hier hat sich der Künstler ganz, ganz aktuell mit einer atmosphärischen Stimmungslage beschäftigt. Und das macht ihn natürlich auch zu einem der Vertreter des Impressionismus. Gustave Caillebotte, Maler und Mäzen des Impressionismus, ist diese Ausstellung betitelt. Und nachdem wir uns dem Maler intensiv zugewendet haben und entdeckt haben, wie dieser gemalt hat, ist auch der Mäzen natürlich eine der Rollen, die uns besonders interessiert hat. Obwohl wir kein eigenes Werk von Caillebotte in der Sammlung haben, war von Anfang an klar, dass Caillebottes Erbe einen Kanon der Impressionisten festgelegt hat, den wir auch hier in der Sammlung wiederfinden. Wir sehen also Werke seiner Freunde Monet und Renoir, seines verehrten Rivalen Degas, Manet, der ihn stark beeindruckt hat, und auch Cézanne, der von vielen noch verkannt war. Der Gast aus Chicago lädt ein, durch die Sammlung zu spazieren und die Sammlung der Alten Nationalgalerie neu zu entdecken und natürlich nicht zuletzt Caillebotte als Maler seinem Rang auch entsprechend zu würdigen. Musik